So, jetzt aber. Einer tot. Ernsthaft? Feuerball. Ah, schon besser. So, jetzt können wir schon mal nicht mehr feuerballisieren. Aber das können wir machen. Hau, hau. Schieß. So, oh, das könnte aufgehen. Ach, das war nur eine. Das ist schwer abzuschätzen. Wir brauchen einfach noch mehr Übung mit dem Spruch. Also wann man wohin schießen kann, ohne sich selbst zu treffen. Weil ich denke mal, wenn wir jetzt aber den hinteren da angreifen würden, den roten, dann würden wir die vier auf jeden Fall hier alle erwischen. Problem ist nur, ich denke nicht, dass der Feuerball bei dem roten ankommt. Der wird vorher den da treffen und dann sind wir wieder zu nah dran. Immer so vor sich selber. Kaputt, kaputt, kaputt. Ah, der Dämon hat noch volle Lebenspunkte, das ist nicht gut. Au. Eine neue Heilung für Talana. Aber doch, ging schnell auf. Ich hatte es mir ein wenig spektakulärer vorgestellt, wenn wir laufen, durchdrehen, uns oben schießen, vier Feuerbälle und alles ist tot, aber so war das auch okay. So, Kiste. Da ich Mürrems Entschärffähigkeit nicht so super doll traue, erstmal heilen, genau. Ich hab's. Und sie hat's geschafft. Aha. Kann ah. Weg, kann weg, ah. Kann weg. Aha. Oh. Intellekt plus 8. Okay, du. Wobei, den Ring könnte eigentlich lieber sie bekommen, damit sie auch mal ein bisschen was an Zauberpunkten hat. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, das sind die ganzen Ringe von den Untoten. Ah. Okay. Weg, 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 weg. Nicht aus Versehen die Schädelhaufen anklicken, da werden wir verflucht. Und hier geht's auch wieder raus. Sehr schön. Taka, 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 taka. Oh, wir haben keinen Segen. Du, Segen. Hey, du. Dämon einfach so niedergeprügelt. Warum nicht? Hier können's ja. Noch ein Ring. Ja, das Glück bei Mürrem macht sich langsam echt bezahlt. Also gefühlt bei jedem 10., 12. Gegner kriegen wir seinen Rare Loot in Anführungszeichen. Let's go. Sehr schön. Wusch. Wusch. Okay, fällt auch hier bei jedem 5. Ah, sieht ja langsam richtig aus hier. Oh, Skelette. Da mache ich es allein mit dem Geräusch schon gerne. Klacker, klacker. Hat ein bisschen was so ein Bowling. Kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Ich würde eigentlich gerne erstmal weiter nach oben, damit wir den Weg zurück haben für einen Notfall. Ich mache mir nur Sorge, dass ich jetzt vergesse, wo ich schon war und wo noch nicht. Aber das sieht so aus, wenn man da weitergehen sollte. Also werde ich auch in Zukunft sehen, dass ich da weitergehen muss. Also wir gucken erstmal hier lang. Sehr schön. Hier war dieser Schädelhaufen mit dem Skelett in der Mitte. Gut, können wir hier irgendwo schlafen? Ja. Sauber. Auge, Fackellicht, Segen und zurück. Hops. Und jetzt gab es hier zwei Wege, wo wir weitergehen konnten, richtig? Karte. Ne, da oben gab es noch Wege. Aber hier ist auch ein Weg mit einer Abzweigung.
Du sprich mal bitte Schulz vor Feuer, nur falls wir mit dem Feuerball mal daneben schießen. Du, taka, taka, taka. Und du noch ein Held, du. Piu, 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 piu. So, einfach gedrückt halten. Oh, ein Knopf. Knöpfe werden immer gedrückt. Und es geht wieder runter. Es ist ganz schön ineinander verworren hier alles. Geh mal weg, der Turbo-Dämon. Oh, es sind ein paar mehr davon. Piu, piu. Und eine Heilung für Talana, bitte. Nicht Fluch entfernen. Da, Wunden heilen. War da noch einer? Nö. Okay. Also runter, 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 runter. Gefühlt sind wir jetzt aber... Oh. Was? Oh. Da oben ist irgendwas. Ah, da wird ein Schacht oder so sein. Also hier kommt man raus, wenn man oben irgendwo runtergesprungen wäre. Aber wir können halt nicht hochfliegen. Okay, also den ganzen Weg zurück. Und dann gucken, wo wir eine Abzweigmöglichkeit haben. Hier links wäre nur ein Schalter. Nördlich von uns sieht es gut aus, aber da kommen wir jetzt so auf die Schnelle, glaube ich, gar nicht hin. Oder? Doch, kommen wir. Also wir kommen jetzt hier bei dem kleinen Boden raus. Dann machen wir links rum. Links rum. Links rum. Rechts rum würde es zu dieser luftigen Plattform gehen, wo die ganzen Geister waren. Und hier rum sind wir da, wo wir hinwollen. Guti. Oh, das sind wir mehr. Ich habe zu spät gedrückt für den Feuerball. Also prügeln wir es einmal durch. Ja, gib ihm. Oh. Oder auch nicht. Bist du verflucht oder bist du verängstigt? Ängstlich. So. Kaputt. 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 Wirst du wohl mal. So, also einmal Angst oder Furcht verjagen. Da, auf ihn. Dann gleich eine Heilung für Talana. Und da waren eben hier solche Särge an der Wand, genau. Oh, hallo. Ihr seid ja ein paar mehr. Du heil sie. Feuerball. Sehr schön, ist aufgegangen. Au, 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 au. Wir sollten nicht neue Türen öffnen, wenn wir vor Gegnern weglaufen. Genau, schön, schön weg hier. So, so, so. Eine Heilung für Mürren. Also kein Platz mehr zum Weglaufen. Oh, Feuerball. Sehr gut. Aber unerwartet, dass wir jetzt hier bei Burg Ironfist einen Dungeon finden, der genau für uns zurechtgeschnitten ist. Also ist nicht zu leicht, ist nicht zu schwer. Echt super. Gut, dass wir nicht früher aus Versehen hier hingegangen sind. Hätten wir uns ganz schnell die Zähne ausgebissen. Oh, Segen fehlt. Und Heldentum. Segen. Heldentum. Geh weg, geh weg. Da ist wieder jemand alt geworden. Noch jemand. Ah, so ein Spuk kann schon alt machen. Das heißt, die Dämonen werden das auch können.
Mal gucken, wie alt wir hier rauskommen. Er ist immer noch 24, 25, 26. Ah. Gehen hart auf die 30 zu. Ja. Ist jetzt nicht so wirklich berauschender Loot. Aha. Aber doch, 900 ist eine Ding. Okay. Fast 20.000 Gold. Wobei wir hier auch mit 17.000 so angefangen hatten, ne? Bevor wir reingegangen sind. Ja, und das war's. Nächster Gang. Wäre hier. Hallo. Klacker, klacker. Klack, 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 klack. Und heil dich mal selber. So, 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 so. Nichts. Wirklich gar nichts. Keine Truhe, kein Schalter, gar nichts. Nö. Nächste Abzweigung. Geister, hm? Jo. Au. Selbst das war zu nah. Hoppla. Ja, das war wirklich ein Hoppla. Talana. Hoppla, ich habe uns fast alle umgebracht. Ist da noch was? Nö. Gold, du heil bitte sie. Den Sarg machen wir erst, auch wenn noch ein, zwei Leute geheilt wurden, sonst kippt irgendjemand gleich um. Das wäre nicht so toll. Vor allem nicht, wenn sie umkippt, weil sie halt nur wiederbeleben kann. So, rum. Nun, was haben wir denn hier? Seite aus Karlagons Tagebuch. Hm. Meine Studien über den Kristall von Terex sind ermüdend geworden. Ich glaube, ich begreife nicht genug der grundlegenden Magie, um die Lektion des Kristalls völlig zu verstehen. Meine Zeit wird langsam knapp und ich denke, ich werde gezwungen sein, meine Studien als Lich fortzusetzen. Nach meinem Versagen in den Thronfolgekriegen und meiner Unfähigkeit, die Magie zu erlernen, werde ich mich nun der Umarmung des Todes verweigern. Ich werde die Zeit, die ich durch dies... Was? Lich-Sein erlange, nutzen, um mir mehr Magie anzueignen und einen Plan zu schmieden, wie ich mich an den Iron Fist dafür rächen kann, was sie Archibald und mir angetan haben. Ah. Elektroschock, Federfall. Ah. Also ja, dieser Kristall wird das sein, was wir für den Magier holen sollen. Du, da, du, dahin, du, dahin. Okay. Oder was sollten wir für den Magier genau holen? Magische Quelle, das ist hier keine magische Quelle. Finde die Sanduhr der Muße. Goa. Hallo. Warum fliegst du weg? Geruon ist verängstigt, das beheben wir schnell. Und Gold. Zing, 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 zing. Hier ist sonst nichts. Okay. Was haben wir noch kartentechnisch? Da ganz unten war der Dropschaft. Von wo auch immer. Wahrscheinlich von hier. Wir müssten jetzt ganz zurück zum Anfang, wenn ich es richtig sehe. Da war nämlich links eine Tür, die wir nicht öffnen könnten. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Da. Und wir hatten ja einen Schalter gedrückt. Ich denke mal, der Schalter wird genau die Tür aufgemacht haben. Man braucht inzwischen ganz schön viel Heilung, bis der hoch ist. Aber ist ja auch gut so. Hält er wenigstens mehr aus. So, die Tür bewegt sich nicht. Achso, das war nur eine Truhe. Okay.
Also haben wir irgendwo einen Schalter übersehen? Oh, oder der Raum, wo wir runtergesprungen sind, um die Geister zu töten. Vielleicht da einfach mal dem Steg folgen, ne? Ja, macht Sinn. Ich glaube, nicht jeder Held springt sofort eine Klippe runter, nur weil er sie sieht. Weil es schön stylisch aussehen könnte. Ja. Also hier rum. Gleich auf dem Steg draufbleiben, nicht runterfallen und gucken, wo er hinführt. Also vorsichtig. Goodie. Und einmal Knochen klackern. Wusch. Wow, hey. Was? Okay, ich kann nicht zu den Leichen von den Skeletten. Das ist ein sehr komischer Teleporter. Ein Speer für 15 Gold. Wow, okay. Du heilen ihn, hauen, du heilen ihn, zaubern. Kein Segen, kein Heldentum, kein gar nichts. Lauf erstmal weg. Segen. Oh. Oh, dafür ist der Teleporter ja irre praktisch. Du heilen ihn. Also wir sind jetzt wegteleportiert von den Gegnern. Sie werden nicht hinterherlaufen, denke ich. Ja, unsere Helden sagen, es ist alles okay. Oh, dann schlafen wir noch. Dann schlafen wir doch mal. Super Idee. Umgeben von Untoten. Mit zig Wegen um einen rum. Talanakao. Nurim schläft immer noch sehr ruhig. Lay ist verflucht, wenn ich richtig sehe. Na komm. So, du guckst erstmal, was du hast. Du bist verflucht, ja. Dann versuch dich bitte zu entfluchen. Nö. Versuch dich bitte zu entfluchen. Nö. Und versuch dich bitte zu entfluchen. Nö. Dann versuch dich bitte zu entfluchen. Jo. Hatte Talana noch irgendwas oder können wir jetzt schlafen? Nicht genug Zauberpunkte. Ja, gib ihr einen Zauberpunktetrank. Dann heilt sie Talana. Talana hat keine Krankung, also schlafen wir jetzt nochmal. Und hoffen, dass wir nicht überfallen werden. Ja, gut. Okay. Auge, Fackellicht, Segen. Kurz abspeichern, kleinen Cut und dann gehen wir gleich hier weiter durch dieses Geisterhaus. Bis denn.